Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ja, ihr habt ja richtig Spaß an den Dingern. Ich muss sagen, ich auch. Ich mache mir direkt hier eure Videos vernünftig. Das ist ein geiler Kanal. Macht Spaß, die Dinger zu gucken. Und ist gleichzeitig auch cooler Content für euch. So, Fahrschul-Style und so. Generell sind die Reactions abgefahren. Schauen wir rein. Intro und dann geht's los. Woo! Habibi, let's go. Dieser Moment, wenn du... Kinder, ey. Immer Kinder auf der Straße. Eure Videos. Danke. Ich schwöre, bei jedem Video habe ich Puls, ey. Jedes Video. Mann, ey. Sag mal. Aussteigen, kopfnuss, weiterfahren. Mama. Nie wieder macht der das. So, der zieht da rein. Okay. Und ja, gut, da ist noch Platz für einen. Für einen ist noch Platz. Ja, einer geht noch. Keiner kommt mehr rein. Einer kommt noch. Nee, keiner. Was ist das für ein Quatsch? Was soll das jetzt werden? Rennen oder was? Komm schon. Immer diese Ego-Nummer. Der hat gesagt, guck mal, keiner steckt mal zurück. Leute, wo kommen wir denn mal hin? Wenn keiner ginge, um mal zu kommen, wo man denn hinkäme, wenn man denn mal ginge? Leute, der Klügere gibt nach. Ich glaube, wer ist denn nicht Leslie Nielsen? Ich komme nicht auf seinen Namen. War auf jeden Fall ein gutes Zitat. Mein Opa hat immer gesagt, erklär mal am Doofen, dass er doof ist. Das geht nicht. Hm? Ja, sauber. Hat ja gut geklappt. Oh ne, ist das schon mit mir, Alter. Schön mit Stern. Oh. Hat er nicht geguckt? Oder hat er keinen Bock gehabt? Hat er nicht geguckt, 100%. Richtig Sahne gehabt, ey. Wo kommt der denn her? Da kann ich auch keinen drauf vorbereiten. Das ist einfach Innenspiegel aus. Die Fahrschüler fragen immer, warum soll ich immer so auf den Innenspiegel gucken? Jetzt, da wisst ihr warum. Wow, 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 wow. Coco Jumbo. Das war so eine 15 Tequila-Entscheidung. Schaffe ich noch. Ja, kein Problem. Hat ja auch geklappt. Okay, okay. Schön durchgezogen. Ja, Clio im Boss-Modus. Ja. Ach, nochmal! Ja, gut, kein Problem. Okay. Ich kurz zur Lichthupe. Er drängelte hinter mir wie ein Weltmeister. War schon nicht ohne Grund. Okay, also okay, er hat die Lichtlupe gemacht, weil der halt hinten gedrängelt hat. Okay. Jetzt hat er raus und jetzt? Oh nein, macht er eine Vollbremse. Was ein Assi, ey. Das macht das nicht. Was soll das denn? Das ist gefährlich. Ey, da hat einer nachher, ohne Scheiß, vielleicht Kinder im Auto oder irgendwie sowas. Immer Ego. Merkt ihr das? Diese sind immer Ego-Nummern. Das glaubst du nicht. Ja, wirklich. Das ist wieder so ein Rehvideo. Ne, doch nicht. Lichtduppe, Lichtduppe, warum Lichtduppe? Ja, okay. Oh, was ist das? Katzen? Ne, was sind das? Füchse! Junge Füchse! Gut!
Schöne Fuchs-Family. Überleg uns, dann fährst du platt, kannst du nie wieder pennen, ey. So, Blinker rechts, schön weiter, weiter, weiter. Ja, und? Ist das Flugzeug oder was? Alto Belli Flugzeug. Wow. Schön, schön Frankfurt. Ja, ja. Houston, wir kommen quer rein. Warum habe ich Festplatten? Bisschen Schnee, okay. Zwischen weg. Oh, Ikea. Kerze Tindra, kannst du wieder aufsammeln. Ja gut, passiert. Und der Beifahrer wird auch wach, ganz schön. Mir ist auch mal im Skiurlaub so, ich habe mit den Jungs schön Handy auf dem Dach, bremse an der ersten Kreuzung, flipp, mein Handy so, wupp, auf die Kreuzung, alle Autos so, niu, 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 aber es ist keiner drüber gefahren. Man muss auch mal Glück haben. Der hat alles verloren. Ja. Das ist richtig einfach. Geil. Ja, geht so. Stell mal schnell aus und mal helfen aufzusammeln. Ja, klar. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen, genau. Ja, steig schon mal aus. Er dreht wieder um. Guck mal, nette Leute. Ja, da kann man nochmal aussteigen und helfen. Voll nett. Timothy. Und die anderen fahren schön drüber. Sauber. Das ist echt ärgerlich. Hauptsache war kein MacBook bei. Hashtag Werbung. Manchmal merkt man nicht, wenn man die Reifen kaputt hat. Zu viel Power. Und er zieht richtig schön die Narbe in den Asphalt, ey. Da, scheiß Kim! Also, die Erziehungsmethoden meines Vaters in allen Ehren, aber ziemlich wahrscheinlich hätte ich die Tüte an den Kopf gekriegt. Vielleicht habe ich auch deswegen solche Locken, keine Ahnung. Mann, ey. 70er-Zone aufgehoben, dann ist 100. Schön, genau. Fährt auch schon 80. Nein. 85, schleunigt halt nochmal die Jenny. 90. Macke! Alter! Und man weiß auch gar nicht warum. Also manchmal läuft man ja auch durch die Stadt und guckt manche Leute an und denkt sich so, warum? Aber auch hier, ich weiß es nicht. Okay. Ich würde Situation da locker safe dahinter bleiben. Auf gar keinen Fall überholen. Ah, habt ihr gesehen, warum, ja? Fahrradgrenze, hier, Promillegrenze auf dem Fahrrad, 1,6. Er steht sofort wieder auf. Okay. Moralisch kein Konflikt. Oh, er ist ganz schön schnell. Kleine Straße. Ist ganz schön. Oh! Wie Sie links sehen, sehen Sie rechts die Berge. Alter Falter. Ja. Ja. Förster anrufen. Und dann, ja, der Rest ist dann Titanic-Melodie. Ja, das will ich auch machen, genau. Dieses Video ist für Kinder nicht geeignet. Ja, was denkst du denn? Bitte musst du den Hochbewachsenen. 100 km/h, linke Spur.
nichts gut. Der LKW sieht der raus. Der zwischen dem LKW zieht raus. Okay. Spontaneous. Das war very spontaneous. Habt ihr gesehen, es über beide Spuren. Schön Blindflug. Da kannst du auch einfach russisch Roulette von Felucci spielen. Mach einfach so, wenn du Bock hast, zu Hause mal einmal einen Gold drehen. Guckt ja keiner hin. Right, ja. Fucking hell. What the fuck? Sorry, a bus just almost drove into me. Anyway, Geil, der Bus wippt, ja. Okay. Oh, die wippen alle. Da ist Stimmung in der Kanne. Cool. Lädt zum Mitmachen ein. Freunde, zu Hause. Jeder mal. Ja, macht ja Bock. Boah, ganze Apfelphase. Richtig krass. Mal die Buslinie mehr. Scheint ein guter Reiseveranstalter zu sein. Nein, das ist doof. Bist du behindert, alter Fahrblitz? Ja, genau. Genau. Meine Güte. Ja, okay, der hat dich nicht gesehen, jetzt übertreib mich. Er hat ihn wirklich nicht gesehen. Das kann auch mal passieren. Also wird euch garantiert auch mal passieren, dass ihr aus Versehen so rüberzieht. Was mit ihm los? Autobahnpolizei oder was? Undercover. Ja, woran hat's gelegen? Kann man sich immer hinterher fragen, woran hat's gelegen? Abfahrtsstraße. Boah, das ist so übel. Guck mal, mit 30. Das ist so gefährlich hier. Da musst du Gambo machen. Schön. 40. Für die Prüfung fällst du durch. Ja. Bochum-Gerte, sowas passiert im Ruhrgebiet eher selten. So, liebe Zuschauer, jetzt frage ich euch mal eines. Ja. Was glaubt ihr, wie viel Abstand ist jetzt zwischen diesen beiden LKWs? Zehn Kisten Bier. Richtig! Nicht mehr als eine Handbreit! Oder so. Ja, ist auf jeden Fall nicht viel. Das ist Fachpersonal, aber richtig! Ja, fahr doch nicht so schnell, ey. Siehst du nichts? Stauende? Oder? Na klar. Komm schon, das ist doch ein Stauende. Das leuchtet doch viel zu krass. Warnblinklicht. Oh! Falsch rum, Rudi. Das gibt's auch in der Theorie, die Frage, ne? Ich habe keine Ahnung, was du dann machst, wenn du eintriffst. Also, fahr rechts rüber. Warte, mach was. Bahnübergang. Okay. Hey. Hey, hey. Bahnübergang, Schranke geht zu. Danke, geht zu, Brudi! Forrest, lauf! Frank Aufdach. Schön Highlight. Schön Highlight. Ja, Freunde,
Das war's. Also für mich sind diese Serien eher so wie so zwei Red Bull. Ich bin danach immer so, du, Mann ey. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Ich hau direkt das nächste raus. Jesus. Wir sehen uns. Tschüss. Mann ey.